Servus, ich bin's, der Basti. Stelle ich heute Nations vor vom Lauter Belit Verlag. Es ist ein finnischer Verlag, der in Deutschland über Asmodee vertrieben wird. Übrigens der Verlag, der Eclipse rausgebracht hat. Und von daher hat man hier auch wieder so ein großes Spiel eigentlich auch erwartet. Die Autoren sind finnische Autoren anscheinend. Einar Rosen, Robert Rosen, Nina Hakansson und Rustan Hakansson. Also vier Autoren, die sich an dieses Spiel gemacht haben. Das Spiel hat viel Furore gemacht vor der Messe, denn es hieß, es soll eigentlich im Wandel der Zeiten ziemlich genau abbilden, nur in kürzerer Zeit. Im Wandel der Zeiten ist ja eins der beliebtesten Zivilisationsspiele, auch ganz weit oben bei BoardGameGeek. Also wirklich, das war dann schon mal eine Kampfansage und dann sind schon viele Spieler sehr, sehr kritisch hier rangegangen, ob das dann tatsächlich besser sein kann. Dazu werde ich dann auch im Fazit noch ein paar Worte verlieren. Aber an sich ist es, wie gesagt, auch ein Zivilisationsspiel, das aber trotzdem eher abstrakt ist. Und ja, das Ganze zeige ich euch jetzt mal, wie man es so im Groben spielt und was man alles so machen muss, beachten muss und so weiter. Und dann sage ich euch am Ende, wie ich das Spiel letztlich finde. Das ist jetzt der Spielaufbau hier für drei Personen. Jeder Spieler hat so ein Tableau. Das sind entweder Standard-Tableaus, die sind alle gleich, oder man kann die Rückseite, die B-Seite wählen. Da hat man jetzt ein spezielles Volk, das immer hier einen speziellen Bonus hat und zum Beispiel auch hier unterschiedliche Startressourcen und so weiter oder andere Platzbelegungen hier außenrum. Also ein bisschen spezieller. Das ist dann auch vielleicht eher dann für die fortgeschrittenen Spieler der Fall. Beim ersten Mal sollte man dann vielleicht erstmal die A-Pläne benutzen. Gut, und dann baut man das so auf. Hier unten werden einfach diese Plätze aufgefüllt mit Arbeitern, die sind nicht verfügbar. Der Rest kriegt man dann hier, dann nimmt man sich Startressourcen und dann geht's los. Erstmal wird die Zugreihenfolge ermittelt als Handicap-Ausgleich, weil er Letzte ist, kriegt er schon mal drei Bücher, also drei Wissen hinzu, drei Kultur, wie man das auch immer nennt. Und dann kann man hier noch entscheiden, zum Beispiel sich für einen Handicap-Modus. Falls jetzt Blau das Spiel zum ersten Mal spielt, könnte er nur die Stufe Häuptling wählen, wenn die anderen beiden Fürsten sind. Die haben es dann also ein bisschen schwerer und eher leichter. Dann kommen hier auf diese Leisten auch nochmal solche Marker. Die sind alle auf 0. Das ist die Stabilität. Und das hier ist der Krieg. Die Militärstärke. Gut. Ja, an sich geht das Spiel jetzt über vier Zeitalter. Das sind hier oben. Jedes Zeitalter hat zwei normale Spielrunden. Dann folgt eine Wertung. Und so geht das eben, bis die Industrialisierung gewertet wurde und dann endet das Spiel und der Spieler, der die meisten Siegpunkte erwirtschaftet hat, der gewinnt das Spiel. Eine Spielrunde beginnt jetzt zunächst einmal mit der Versorgungsphase. In der Versorgungsphase wird der Rundenmarker weitergesetzt, dann werden hier diese Karten aufgefüllt. Je nach Spielerzahl sind das unterschiedlich viele. Diese Karten kommen aus einem Kartenstapel, der also noch relativ dick ist danach dann. Also da kommen immer unterschiedliche Karten rein in unterschiedlicher Zusammensetzung. Das ist total zufällig und nicht gesteuert. Auch welche Kategorien häufiger oder weniger häufig sind, das ist alles nicht steuerbar. Das ist rein aus diesem Kartendeck heraus. Und jedes Zeitalter hat so ein Kartendeck, genauso wie jedes Zeitalter auch ein Kartendeck an Ereignissen hat, die jetzt kommen können. Ja, nach dem Auffüllen hier kommt die Wachstumsphase. Hier können jetzt die Spieler sich entscheiden, ob sie eben entweder einen Arbeiter von hier unten nehmen, dann wird aber gleichzeitig dieses Symbol hier unten aktiviert, oder aber ob sie sich Rohstoffe in Höhe der Zahl nehmen, und zwar genau nur von einer Rohstoffsorte. Hier zum Beispiel könnte der grüne Spieler sich drei Erz, drei Gold oder drei Korn stattdessen nehmen. Und er hier oben könnte sich eben jetzt vier Gold, vier Erz, vier Korn nehmen. Das ist so das Handicap, was dann eingebaut wurde. Gut, hat man sich dafür dann entschieden, wird das neue Ereignis aufgedeckt, das jetzt am Ende der Spielrunde in Kraft tritt. Das Ereignis hat immer zwei Hälften, die obere und die untere. Das sind immer irgendwelche Ziele, die man erreichen muss, um einen Bonus zu bekommen oder um zu verhindern, dass man bestraft wird. Hier zum Beispiel der erste Spieler, der passt, würde jetzt hier drei Bücher gutgeschrieben bekommen. Oder der die größte Stabilität hat, würde einen Siegpunkt bekommen. Meistens sind diese Ereignisse aber eher negativ. Decken wir mal ein anderes auf. Das ist jetzt zu kompliziert. Hier, der die geringste Militärstärke hat, muss drei Geld abgeben. Und der mit der größten Stabilität, der kann sich entscheiden, vier Erz zu nehmen oder dass alle anderen drei Korn abgeben müssen. Also soweit dazu. Ja, dann werden jetzt die Architekten aufgefüllt. Hier bei 3 und 4 Spielern sind es standardmäßig immer 2 und dann kommen eben noch weitere Architekten über diese Karte hinzu. Hier eben nochmal 2, das steht dann hier oben. Okay, dann, wenn das geschafft ist, beginnt die Aktionsphase.
In der Aktionsphase hat der Spieler drei Aktionsmöglichkeiten, aus denen er auswählen kann. Er kann hier zunächst einmal die Aktion A wählen. Das ist eine Fortschrittskarte kaufen. Das heißt, er schaut sich hier die Karten an und wählt eine aus, die er dann bezahlt. Wenn er aus der dritten Reihe kauft, kostet es 3, aus der zweiten 2 und aus der ersten Reihe nur ein Geld. Man braucht also Geld, um überhaupt an diese Karten heranzukommen. Manche Karten allerdings kann man sich nur kaufen, wenn man auch eine weitere Bedingung erfüllt, nämlich diese Kolonien hier. Hier muss man mindestens eine Militärstärke von größer gleich 4 haben, damit man sich diese Kolonie auch unterwerfen kann. Nachdem man diese Karte gekauft hat, legt man sie auf sein Tableau. Diese hier sind alle farbgebunden, aber in diesem gelb umrahmten Bereich oder farbig umrahmten Bereich, da kann man beliebig die Gebäude oder Sachen einfach hinbauen. Zum Beispiel könnte ich hier ein Gebäude auf eine Militäreinheit oder umgekehrt legen. Ansonsten sind die Farbkodierungen immer so wie angegeben. Ich kann also nur einen Berater hier liegen haben und ich darf ihn nicht hier unten hinlegen und so weiter und so fort. Gut, als weitere Aktionsmöglichkeit kann man jetzt eben Arbeiter, die man zur Verfügung hat, einsetzen. Und zwar auf entweder Gebäude oder auf Militäreinheiten. Somit kann man eben sein Einkommen erhöhen und zum Beispiel auch die militärische Stärke, wenn man hier auf die Militäreinheiten einsetzt. Das sind die roten. So, wie mache ich das Ganze? Ich nehme eben einen Arbeiter, setze ihn ein, zahle die Kosten für diesen Arbeiter. Hier muss ich ein Erz dafür bezahlen, dann steht er hier auf der Karte Ackerbau und produziert jetzt am Ende der Runde bzw. in der Produktionsphase ein Erz und ein Getreide. Setze ich hier einen weiteren ein, dann produzieren die zusammen zwei Erz, zwei Getreide und so weiter und so fort. Diese Gebäude werden natürlich mit den Zeitaltern immer stärker, das heißt, die werfen immer mehr Profit ab. Und sind eben auch wichtig, um, wie gesagt, Einkommen zu generieren. Diese runden Symbole hier, die können schwarz sein oder rot, bedeuten entweder das kriege ich in der Einkommensphase oder das schwarz verliere ich in der Einkommensphase. Warum das rot ist und schwarz, also umgekehrt wie bei uns, weiß ich jetzt gar nicht. Normalerweise sind die roten Zahlen ja negativ und die schwarzen gut. Naja, egal. Dann gibt es aber auch noch diese eckigen Symbole und die kann man jetzt zum Beispiel aktivieren, indem man den Arbeiter hier einsetzt. Hier muss man natürlich auch wieder ein Erz zahlen. Und dann tritt das sofort in Kraft, aber auch nur solange der Arbeiter hier steht. Und zwar kriege ich jetzt militärische Stärke von 3. Die schreibe ich mir hier einfach gut. So, das ist jetzt so das Einsetzen der Arbeiter. Und jetzt kommen wir noch zum Anstehen von Architekten. Ich kann genau einen Architekten mir hier holen und auf ein Weltwunder im Bau setzen. Wenn ich mir nämlich ein Weltwunder kaufe, liegt es zunächst einmal hier oben und ist noch nicht fertig. Ich muss jetzt erstmal Architekten einstellen, die auch wieder hier verschiedene Anzahl an Erz oder anderen Sachen kosten, um dann hier diesen Würfel platzieren zu dürfen. Ist das Wunder fertig, wandert es hier runter und gilt als gebaut und hat in Zukunft jetzt einen Effekt. Hier zum Beispiel im Salomonischen Tempel kriege ich einen Siegpunkt bei jeder Wertung, sofern ich nicht mal in einem Krieg verliere und der Tempel zerstört wird. Der bleibt jetzt also hier liegen. Die meisten Weltwunder bleiben aber auch dauerhaft einfach bis zum Ende des Spiels liegen. Ja, manche generieren Rohstoffe, manche haben andere Vorteile, also das ist wirklich ganz, ganz verschieden. Hier zum Beispiel das Kolosseum bringt ein militärische Stärke von 3 einfach dauerhaft. Wenn das fertig gebaut ist, gibt es immer so einen Wenn-Fertig-Effekt dann noch, dann muss man oft noch was abgeben oder kriegt nochmal einen extra Bonus, wenn man es baut. Also das ist ganz, ganz verschieden. So, sobald hier ein Wunder fertig ist, kann ich natürlich hier ein neues dann kaufen und dazulegen. Gut. Das war jetzt so die Aktion. Jetzt komme ich nochmal zu diesen verschiedenen Karten, was da passiert, wenn ich die kaufe. Hier zum Beispiel diese grauen Karten, das sind Schlachten. Schlachten sind gut, um Rohstoffe zu bekommen. Ich darf nämlich entsprechend meines Brandschatzwertes hier, das ist der Wert 3, mir hier Rohstoffe nehmen, zum Beispiel 3 Bücher, 3 Korn oder 3 Erz. Der Brandschatzwert wird durch mehrere Arbeiter nicht verdoppelt, sondern der ist immer gleich. Das hängt also von der Einheit ab. Aber dieser militärische Wert, der würde sich jetzt verdoppeln, wenn ich einen zweiten Arbeiter draufstelle. Also habe ich 3 plus 3, das wären dann 6. Das gilt jetzt auch nochmal zu sagen. Nur so am Rande. Ja, neben den Schlachten, wo man jetzt Rohstoffe bekommt und eigentlich keinen Spieler in Bedrängnis bringt, gibt es auch noch die Kriege. Die Kriege werden dann hier ausgelegt. Man kann pro Spielrunde nur einen Krieg kaufen. Dann wird der Marker jetzt hier auf das Feld gelegt von dem Spieler, der den Krieg ausgelöst hat.
alle, die jetzt im Lauf oder am Ende der Runde hier unter diesen Kriegsmarker bleiben, die erleiden die Folgen des Krieges, die verlieren den Krieg und müssen dann entsprechend hier erstmal einen Siegpunkt abgeben und dann noch hier immer irgendwas erfüllen. Also hier zum Beispiel müsste man 3 Geld abgeben. Das ist natürlich etwas, was einem nicht passieren soll in der Regel, weil es halt immer irgendwie nachteilig ist. Deshalb versuchen die Spieler jetzt vielleicht auch im Laufe der Runde dann hier auf oder über den Wert letztlich zu kommen. Sollte der Spieler oder irgendein anderer Spieler, obwohl er erst drüber lag, drunter fallen, gilt das Gleiche. Also man kann sich nicht nur, weil man den Krieg gekauft hat, ist man da nicht safe davor, sondern man muss tatsächlich seine militärische Stärke auch dann letztendlich behalten. Ja, das war der Krieg. Weltwunder hatten wir, dann kommen wir noch zu den Beratern. Die Berater bringen einfach einen dauerhaften Vorteil. Man darf immer nur einen Berater haben, außer ein Weltwunder erlaubt es einem, glaube ich, 2 Berater zu haben. Ja, und diese bringen einen einfach dauerhafte Vorteile. Ja. Werden auch im Laufe des Spiels immer stärker, natürlich. Gut. Und dann noch die Kolonien. Die Kolonien, die bringen einem entweder ein dauerhaftes Einkommen oder hier zum Beispiel Makedonien dauerhafte militärische Stärke, die ich mir dann auch sofort gut schreiben kann. Oder zum Beispiel Bücher oder Stabilität und so weiter und so fort. Ja, das dazu. So, und jetzt kommen wir zur Auswertungsphase. Das heißt, haben alle Spieler gepasst und ihren Rundmarker hier runtergeschoben. Dann beginnt erstmal die Auswertungsphase mit der Produktion. Man rechnet also Plus, Minus, denn manchmal muss man ja auch was abgeben. Bei manchen Karten hier zum Beispiel habe ich 2 Hopliten, also muss ich 2 Erz für sie bezahlen. Oder zum Beispiel habe ich hier schon einen weiteren Arbeiter, muss ich minus 3 an Getreide zahlen. Und das verrechnet man miteinander und nimmt sich dann das Einkommen oder gibt es ab. Dann wird die Zugreihenfolge neu bestimmt. Die Zugreihenfolge ist in der Regel der weiter vorne, der eben die höhere militärische Stärke hat. Sollte Gleichstand herrschen, dann bleibt einfach die Stärke, wie sie vorher war. Und ja, dann geht es also in die nächste Runde mit dieser Zugreihenfolge weiter. Dann werden die Kriege ausgewertet, habe ich ja gerade schon erklärt. Da komme ich später dann noch dazu. Dann die Ereignisse, wo man ja auch teilweise was abgeben muss oder was gewinnen kann. Und dann muss man noch die Hungersnot bezahlen, die steht hier oben drauf. Auf jedem Ereignis ist so eine Minus- oder fast jedem Ereignis ist so eine Minuszahl an Getreide, die man dann abgeben muss. Letztendlich noch, ja, und jetzt noch dazu, wenn man etwas nicht bezahlen kann, dann muss man so viel abgeben, wie man zahlen kann und den Rest mit diesen Büchern bezahlen. Da muss man aber schon mal auf jeden Fall einen Siegpunkt abgeben, für jede Rohstoffsorte, die man nicht zahlen kann, pro Runde aber auch nur einen. Und dann muss man den Rest eben in Büchern abgeben und muss man noch mehr abgeben, als man Bücher hat, muss man für jedes Buch, was einem fehlt, auch nochmal einen Siegpunkt abgeben. Also das kann schon richtig bitter und garstig werden, denn Siegpunkte sind eigentlich Mangelware. Jeder Spieler hat schon von Beginn an welche, aber ja, die möchte man nicht unbedingt verlieren. Ja, so viel zu Sachen, die man nicht bezahlen kann. Nach jeder zweiten Spielrunde wird dann jetzt hier noch das Zeitalter gewertet und hier guckt man jetzt einfach, welcher Spieler hier auf dieser Fortschritts- oder auf dieser Kulturleiste eben weiter vorne liegt, auf der Bücherleiste. Und der bekommt dann eben so viele Punkte wie Mitspieler. Der zweite kriegt eben dann einen Punkt weniger und der letzte geht dann letztlich leer aus. Dann kann man eben noch Karteneffekte werten, die heißt am Ende eines Zeitalters und so weiter, die einfach die Wertung betreffen. Und dann geht es einfach hier dann weiter mit einer neuen Spielrunde. Eines habe ich jetzt noch vergessen, hier die Stabilität, die spielt natürlich eine Rolle. Und zwar kann man hier, je stabiler meine Nation ist, desto weniger muss ich hier zum Beispiel an Strafen abgeben. Heißt ja, also minus 3 Geld betrifft mich das nicht, weil ich ja hier das ausgleichen kann über meine Stabilität. Da rechne ich einfach 4 minus 3. Das heißt, ich muss einfach nichts bezahlen. Oder ich muss vielleicht, wenn ich 2 habe, nur ein Geld dann noch bezahlen. Also das gleicht immer so ein bisschen noch aus und ist auch ganz wichtig, so zu der Gegenpart zur militärischen Stärke. Außerdem ist es hier Tiebreaker, falls hier auf der Militärleiste Gleichstand besteht. Jetzt auch noch was zu Gleichständen. Die werden immer so praktisch aufgelöst, dass wenn beide etwas Gutes bekommen würden und da ist ein Gleichstand, dann kriegt keiner was. Und falls 2 gleich schlecht sind und etwas abgeben müssten, müssen beide etwas abgeben. Das ist auch noch so eine Regel. Ja, und so spielt man jetzt das Spiel jetzt eben über diese Zeitalter, versucht sich möglichst starke Gebäude günstig einzukaufen, Kolonien, die besten Berater, wirklich eine Strategie aufzubauen.
und die richtigen Karten zu kaufen, wirklich auch sparsam mit den Rohstoffen umzugehen, um sie wirklich effizient und ja, wirklich geschickt einzusetzen, seine Bevölkerung zu vergrößern, Wunder zu bauen, um Spezialfähigkeiten zu bekommen. All das tut man in den Spielrunden und versucht natürlich hier die größte Nation zu werden. Und wie gesagt, wer am Ende des vierten Zeitalters dann letztlich die meisten Punkte gemacht hat, der gewinnt das Spiel und freut sich. Und jetzt am Schluss noch die wichtigste Frage, wie macht man denn eigentlich Siegpunkte? Siegpunkte kann man im Laufe des Spiels machen über verschiedene Karten, wie zum Beispiel den Salomonischen Tempel hier. Da nimmt man sich einfach hier diese Siegpunktmarker, aber auch durch diese goldenen Zeitalter. Hier kann man zum Beispiel Rohstoffe nehmen oder sich entscheiden, Rohstoffe abzugeben für einen Siegpunkt. Also so kann man im Spiel schon welche machen und dann eben ist noch wichtig am Schluss, dass man hier alle Kartentypen durchgeht. Wir haben hier zum Beispiel die Kolonien, die haben einen festen Siegpunktwert, hier zum Beispiel Indien 2. Dann schaut man sich die Weltwunder an, die haben auch meistens hier einfach noch einen Siegpunkt am Schluss. Das ist dann auch hier immer rechts unten abgebildet unter dem Bild. Dann die Bauwerke, die man hat, bringen Siegpunkte, aber jedoch nur, wenn hier jetzt tatsächlich auch Arbeiter draufstehen. Ich zoome mal näher ran. Das heißt, für jeden Arbeiter gibt es hier einen speziellen Siegpunktwert. Die ersten beiden sind 2, der letzte ist nur noch 1 Siegpunkt. Ist ein weiterer Arbeiter drauf, dann gibt es für den keine Siegpunkte mehr. Anders hier bei den Kosaken, das ist eine militärische Einheit, die bringen auch nochmal Siegpunkte. Und zwar sind es dann eben hier bis zu 4 Männchen, die ich werten kann, wie hier auch ersichtlich ist. Und das bringt auch dann immer nochmal eine Menge an Siegpunkten. Zudem hat man am Ende auch nochmal hier, ja, Moment, die Ressourcen, die man einfach dann teilen kann durch 10 und 10 Ressourcen sind dann immer auch nochmal ein Siegpunkt. Zu den Ressourcen zählen alle Sachen, also sowohl die normalen Rohstoffe als auch dieses Wissen, das man hat und auch militärische Stärke und die Stabilität, die man dann am Ende noch hat. So, also das sind jetzt die Möglichkeiten, Siegpunkte zu machen und jetzt geht's zurück zum Fazit. Das war jetzt Nations in groben Zügen. Wir fangen wie immer mit den Komponenten an. Hier haben wir echt schöne Holzteile. Diese Arbeiter, die man einsetzt, sind richtig schön groß. Dann haben wir tolle Karten, leinenbeschichtet, also auch ganz gute Qualität. Die Tableaus in der Mitte, die biegen sich leider immer so ein bisschen. Die muss man immer wieder ein bisschen gerade biegen, sonst wippen die auf dem Tisch und liegen nicht so schön auf. Dafür liegen diese Teile gut auf, sind aber eben auch nicht ganz so stabil. Aber für das, was man damit tut, reicht das absolut. Wird ja auch von anderen Verlagen jetzt immer mehr verwendet. Und ist sozusagen jetzt mittlerweile der Standard. Dann haben wir hier noch diese Marker, die sind leider nur aus Pappe, da hätte man sich vielleicht ein paar Holzteile gewünscht, gerade bei dem Preis, den das Spiel hier hat. Und trotzdem finde ich die auch ganz gelungen, weil die einfach unterschiedliche Größen je nach Wertigkeit haben. Also die Einer sind einfach ganz klein und die Zehner sind groß und so kann man dann auch auf Einblick sehen, was hat der andere da vor sich liegen. Ja, das ist schon der nächste Pluspunkt übrigens, neben der Grafik, die ich vielleicht etwas blass finde, an die man sich aber dann auch gewöhnt, die auch dann teilweise ihr Schönes hat, hat man hier eine super Übersichtlichkeit. Alle wichtigen Informationen sind ganz klar auf einen Blick zu sehen, sei es in der Mitte auf dem Spielplan, als auch bei den Spielern selbst. Die Symbole sind wirklich so groß, dass man auf einen Blick sehen kann, was hat er vor, was kann er noch machen, was hat er schon alles, wie viel Einkommen generiert er und so weiter. Also das ist alles ganz, ganz leicht zu ersehen und ein riesen Pluspunkt des Spiels. Von daher ist die Grafik, die etwas blasser gehalten ist, vielleicht gar nicht schlecht, damit eben mehr Übersichtlichkeit am Tisch herrscht. Und das ist hier eben der Fall und gegeben. Gut, dann kommen wir zum spielerischen Aspekt, beziehungsweise zu den spielerischen Aspekten. Ich finde hier richtig tolle Elemente verarbeitet. Mir gefällt hier einiges sehr, sehr gut. Das ist schon mal vorneweg. Sowohl das Arbeiter einsetzen, das sehr viel Sinn und Spaß macht, auch diese Rohstoffknappheit, die immer herrscht, das ist echt toll. Die Ereignisse und Kriege, auf die man sich immer so ein bisschen vorbereiten muss, beziehungsweise manchmal muss man sich auch einfach außer Acht lassen, das lernt man dann einfach mit der Zeit, sich diesen psychologischen Druck nicht immer auszusetzen, sondern vielleicht statt eine ganze Runde zur Vermeidung eines Ereignisses darauf hinzuarbeiten, könnte man auch einfach viel mehr sinnvolle Sachen so tun, die einem einfach deutlich mehr bringen und dann das Ereignis einfach mal hinnehmen. Also das lernt man dann mit der Zeit und da ist auch die Lernkurve sehr, sehr groß, dass man das einfach vielleicht irgendwann mal außer Acht lässt und sich nicht immer da unter Druck setzen lässt. Zudem kann man ja auch noch viel über die Stabilität
sag ich mal, ausgleichen. Am Anfang, ja, meint man so die militärische Stärke, das ist so das Wichtigste in dem Spiel, aber Stabilität ist genauso wichtig und kann einem genauso viel bringen, sodass man eben nicht jeden Wettlauf mitmachen muss. Gut, dann, was haben wir noch? Die Zugreihenfolge, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut, hat einen speziellen Grund. Klar, wer militärisch stark ist, macht, ist irgendwie logisch, dass man dann vorne dran ist. Allerdings ist dann auch der schwächste Spieler oft benachteiligt, beziehungsweise der, der halt wenigste militärische Stärke hat. Das ist so ein Aspekt, der mir bei dem Spiel eben nicht gefällt, dass eben der Spieler oder ein Spieler, der schlecht ist, der schlecht dasteht, nicht irgendwie einen Bonus bekommt oder irgendwie so eine Catch-up oder so eine Aufholmechanik eingebaut wurde, sondern dass der Spieler, der eben nicht so gut dasteht, meistens auch noch alles abbekommt und richtig gebeutelt wird von Kriegen, von Ereignissen und so weiter und dann auch noch in der Spielreihenfolge ganz weit hinten ist und somit bei der Kartenauswahl, beim Kaufen der Karten einfach hinten dran ist. Das ist irgendwie ein bisschen gemein und finde ich einfach nicht so gut. Würde ich dem Spiel einfach als größtes Minus einfach vorhalten. Man hat zwar hier jetzt diesen Handicap-Modus, aber den legt man leider nur am Anfang fest und während des Spiels kann man da einfach nicht mehr in die niedrigere Stufe wechseln, um Vorteile zu bekommen. Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass das während des Spiels geht, dass irgendwelche Bedingungen eintreffen, die dann besagen, dass der Spieler meinetwegen einen kleinen Vorteil bekommt. Also es wäre irgendwie bei dem Spiel nötig gewesen und ja, dadurch kann es halt oft schon ziemlich frustrierend werden und ziemlich gemein werden für einen Spieler, weil er eigentlich von Anfang an sieht, er hat keine Chance, der kommt nicht hinterher. Obwohl sich das manchmal, also in manchen Partien sah der letzte wirklich abgeschlagen aus, aber das hat sich dann am Gegenende noch richtig stark geändert und der hat das Spiel noch gewonnen. Das gab es auch, muss man auch sagen. Ist es einfach eine schwierige Sache, wo das Spiel einfach nicht ganz rund wirkt. Es können auch einige Sachen eintreten, die nicht ganz so günstig sind. Nehmen wir jetzt einfach mal diese Fortschrittskarten, die hier ausliegen. Das ist oft so richtig blöd, da kommen richtig blöde Konstellationen raus. Zum Beispiel kommt vielleicht rundenlang keine militärische Einheit, vielleicht am Anfang zwei Stück, die zwei Spieler kaufen die und der Rest steht ohne militärische Einheiten da. Man hat seine Basiseinheit, aber die ist im Endeffekt zu schwach, um beim Militär mitzuhalten. Dann muss man gezwungenermaßen irgendwas anderes versuchen und das ist dann teilweise irgendwie ungünstig. Hatten wir einige Male, dass einfach kein Militär reinkam. Oder es kann das sein, dass dadurch, dass eben diese Karten total zufällig sind und noch so ein Riesenstapel übrig ist, kann es einfach sein, dass zum Beispiel 7 Kriege ausliegen und schon mal, sagen wir, fast über die Hälfte oder an die Hälfte der Karten einfach blockiert sind, weil man kann nur einen Krieg kaufen und der Rest an Kriegen, ja, ist im Endeffekt total sinnlos. Und man hat einfach nur ganz, ganz wenig Auswahl. Das kann passieren. Das ist dann oft ärgerlich, gerade für die, die hinten dran sitzen. Die vorne sitzen, kaufen sich die tollen Karten und dann bleibt einfach nur noch Müll übrig. Ja, da lernt man allerdings auch, dass man einfach vielleicht nicht unbedingt Karten kauft, die einem jetzt nicht sonderlich bringen, nur damit man eine Karte kauft, sondern man lernt hier auch einfach mal abzuwarten, noch auf die nächste Runde zu warten oder hier irgendwie anders vorzugehen. Der Vorteil davon aber, dass hier so viele Karten drin ist, ist einfach die Abwechslung. Man hat hier ganz, ganz viele verschiedene Gebäude und Kolonien und so weiter. Also hier ist nie ein Spiel irgendwie gleich, weil einfach immer noch so eine Menge an Karten draußen bleibt, die das Ganze dann trotzdem beim nächsten Spiel wieder abwechslungsreicher machen. Also es ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Aber vielleicht hätte es hier auch eine kleine Regel gebraucht, dass man gesagt hätte, man aus der und der Kategorie kommen immer so und so viele Karten rein. Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Ist dann, sage ich mal, eine Streitfrage. Also ich hätte es mir ein bisschen gewünscht. Das Spiel macht an sich sehr, sehr viel Spaß, aber eben es kann sehr frustrierend auch sein, wie ich jetzt schon am Anfang angemerkt habe, weil es teilweise einfach blöd laufen kann. Trotzdem hat man hier eine Menge Spaß dabei, das ist unheimlich toll, seine Zivilisation aufzubauen, obwohl es teilweise oft nicht so thematisch ist, wie man es sich wünschen würde. Ist halt dann doch eher ein abstraktes Zivilisationsspiel, das kennen wir ja auch von Im Wandel der Zeiten auch so ein bisschen. Viele Sachen machen einfach keinen Sinn, zum Beispiel, warum produziert ein Kornspeicher Erz oder so? Oder warum gibt es nur 2 oder 3 verschiedene Ressourcen, Geld, Erz und Korn überhaupt? Also da hätte man sich vielleicht auch noch ein bisschen, wenn es thematischer gewesen wäre, ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Aber man muss ganz klar sagen, es ist so wirklich simpel gehalten, dass man da leicht reinkommt. Nach den ersten 2, 3 Partien ist es dann wirklich auch spielerisch einfacher geworden und auch jetzt, sage ich mal, von der Regelhürde, die man am Anfang hat,
ist es wirklich sehr leicht reinzufinden. Die Regeln sind nicht allzu viele. Es ist auch eine gute Anleitung mit Beispielen, die schön übersichtlich ist, nicht zu viel Text auf einmal, alles schön abgesetzt. Das muss man wirklich auch loben, das ist wirklich gut gemacht. Alles, was man irgendwie braucht, findet man dann auch. Und von daher kann man da gar nicht meckern. Man kommt echt leicht rein, sicherlich leichter auch wie bei Im Wandel der Zeiten. Und jetzt kommen wir noch zum großen Vergleich am Schluss, Im Wandel der Zeiten oder Nations. Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige, wahrscheinlich auch irgendwie eine Glaubensfrage. Nations, sag ich mal, ist eine ganz gute Alternative. Es wirkt einfach nicht so rund, nicht so gut wie Im Wandel der Zeiten. Im Wandel der Zeiten ist einfach deutlich das bessere Spiel. Das hat halt eben den Nachteil, dass es sehr lang dauert, dass es irgendwie auch komplexer ist. Und von daher würde ich jetzt sagen, Nations ist eine gute Alternative dazu, auch wenn es so ein paar kleine Macken einfach hat. Aber wer sagt, ich habe nicht die Spieler und die Leute, die so ein langes Spiel wie Im Wandel der Zeiten mitspielen, dann ist Nations wirklich eine gute Sache und dadurch, dass man auch sehr leicht reinkommt, eine schöne Alternative. Jetzt zur Frage, brauche ich Nations, wenn ich Im Wandel der Zeiten schon besitze? Ich würde sagen, ja und nein. Also wenn du zufrieden bist mit Im Wandel der Zeiten, wenn du findest, es ist das beste Spiel ever, wenn du Mitspieler findest, dann brauchst du es eigentlich nicht kaufen. Wenn du jetzt aber sagst, ich suche was Leichteres, was Lockeres, vielleicht um Leute im Wandel der Zeiten ein bisschen ranzuführen, dann ist Nations sicherlich auch eine ganz gute Sache. Von den Mechaniken macht Nations manches besser, zum Beispiel den Krieg, der scheint ein bisschen besser gelöst zu sein, der militärische Konflikt. Und ja, manche Sachen macht es eben dann einfach schlechter, das muss man auch sagen. Gut, so dazu, da müsst ihr euch jetzt, denke ich, eure eigene Meinung bilden und ja, wenn euch Im Wandel der Zeiten nicht gefallen hat, weil es euch einfach zu viel war, dann könnt ihr euch das vielleicht mal angucken. Es ist echt eine nette Alternative, es ist ein Zivilisationsspiel, trotzdem ist es irgendwie ein Euro-Spiel, man setzt Arbeiter ein, man hat hier verschiedene Euro-Mechanik mit dem Stabspielerwechsel, mit verschiedenen Leisten, auf denen man sich hocharbeitet. Von daher ist es auch durchaus was für Eurogamer. Man hat hier keine militärischen Konflikte, man hat hier wirklich keine direkte Interaktion, sondern eher indirekt, indem man eben versucht, schneller zu sein wie der andere, dem anderen was wegzunehmen, Kriege auszulösen zum richtigen Zeitpunkt, damit die anderen möglichst einen Nachteil haben. Also alles so ein bisschen indirekte Aktion, aber nie so richtig aktiv alle gegen einen oder so. Also sowas gibt es nicht, dass sich jetzt praktisch drei gegen einen verbünden oder dass man dem anderen wirklich extrem was kaputt macht, was er sich hier vor sich aufgebaut hat. Sowas gibt es einfach nicht. Und das ist, denke ich, auch nochmal ja, für die Euro-Spieler, die Strategiespieler aus dem Euro-Bereich ein Pluspunkt auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt so mein Fazit. Ich finde Nations ein solides Spiel, für mich nicht das beste Spiel oder das Überspiel des Jahres. Es ist solide, man kann es spielen, man hat Spaß dabei auf jeden Fall, aber es hat so seine Macken und Ecken und Kanten. Aber ja, das soll kein Hindernisgrund sein. Ich werde es auf jeden Fall öfter mal wieder spielen und auspacken, weil es mir trotzdem immer wieder Spaß gemacht hat, auch wenn ich das ein oder andere Mal schon nahe den Tränen war. Okay, das war's von mir. Ich bitte euch oder ich fordere euch einfach mal auf, bei uns ins Forum zu schauen, Kommentare zu schreiben, uns ein Feedback einfach zu geben. Schaut doch mal auf unsere anderen Kanäle dabei, zum Beispiel unsere Spielwiese, wo man jetzt auch als Zuschauer mal ein paar Videos online stellen kann. Die müsst ihr uns dann einfach schicken, wir stellen die hoch. Das muss jetzt keine Rezension sein oder keine ausführliche Regelerklärung oder vielleicht wollt ihr nur eine Regelerklärung machen. Also das steht euch vollkommen frei, macht ein Unboxing, macht irgendeinen Brettspiel-Talk, ja, irgendwas Brettspielbezogenes und wir stellen das dann online. Experimentiert da einfach ein bisschen, das wäre richtig toll, wenn da ein bisschen Bewegung herrschen würde und ihr euch auch ein bisschen mehr beteiligen könntet. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Servus!